Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Lange Zeit schien Gold nur eine Richtung zu kennen und das war aufwärts. Aber dann hat das Edelmetall ganz eindrucksvoll bewiesen, es kann auch abwärts. Stellt sich nur die Frage, wie geht es quasi noch runter? Wie geht es weiter beim Gold? Die Frage gebe ich direkt weiter. Dazu begrüße ich ganz herzlich Anusch Willems von der Commerzbank. Er ist mir jetzt von der Börse aus zugeschaltet. Herr Willems, ich habe es gerade angesprochen, Gold sah schon mal deutlich glänzender aus. Wie sehen Sie jetzt hier die weitere Entwicklung, wenn man jetzt auch die jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Ben Bernanke bedenkt? Ja, also die sind natürlich wichtig, nicht nur für die Aktienmärkte, sondern auch für den Goldpreis. Im Prinzip galt ja Gold lange als Inflationsschutz, das gilt das auch immer noch. Aber was natürlich wichtig ist, die kurzfristigen Entwicklungen, da kann sich Gold im Prinzip auch nicht den Nachrichten an den Märkten entziehen. Und so war natürlich die Nachricht von Ben Bernanke, vom Fed-Chef, dementsprechend auch für den Goldpreis erstmal kurzfristig negativ. Es geht wieder Richtung 1.300 US-Dollar beim Goldpreis. Unsere Analysten von der Commerzbank sind aber tendenziell für dieses Jahr immer noch positiv gestimmt. Sie erwarten, dass der Goldpreis bis auf Jahresende wieder steigen sollte. Also dementsprechend gibt es da noch positive Anzeichen. Aber jetzt erstmal kurzfristig, wir sehen es ja auch im Chart, ist der Goldpreis erstmal unter Druck. Kurzfristig unter Druck. Wie sieht es denn auch von charttechnischer Seite aus? Wo sind da die wichtigen Signale? Wo sind die wichtigen Marken hier? Ja, also was natürlich wichtig war, ist, dass die 1500er-Marke, die hat nicht gehalten und dann ist der Goldpreis erstmal darunter gerutscht. Das war für den Markt sehr wichtig. Neue Marken sind vor allen Dingen für Ende des Jahres. Also die Analysten gehen davon aus, bis 1600 Dollar könnte es noch bis Ende des Jahres steigen. Aber natürlich, da sind die Umweltfaktoren immens wichtig. Das heißt also, die tendenziell positive Einschätzung der Analysten bleibt, aber bei verhaltenen Vorzeichen, jetzt besonders für die kurzfristige Entwicklung. Ist jetzt natürlich für Anleger relativ schwierig, kurzfristig unter Druck, aber dann doch ein bisschen verhalten positiv, wenn es weitergeht. Was könnten Anleger dann im Moment tun? Finger weg vom Gold, was ist mit denen auch, die schon investiert sind? Was ist mit denen, die noch nicht investiert sind? Ja, das hängt immer so ganz davon ab, was ich denn für eine Ziele habe, wenn ich in Gold investieren möchte. Der eine sagt, es ist ein schönes Edelmetall, es hat nicht nur einen Wert an sich, sondern auch, es ist schön anzusehen, wenn man es zu Hause hat, die Goldmünzen oder Goldbarren, die sind dann meist auch dann im Schließfach und ich möchte eine Krisenwährung haben, für die ist es eigentlich egal, wo der Goldpreis steht. Für diese Versicherung muss man im Prinzip Geld ausgeben. Die ist mal teurer, die ist mal günstiger, aber ich möchte die Versicherung haben. Also die Anleger, die sollten Gold immer drin haben. Es gibt aber noch einen weiteren Teil, einen großen Teil, der besonders in den letzten Jahren angestiegen ist. Und das sind Investoren, die sagen, okay, ich sehe Gold als zusätzliche Assetklasse neben beispielsweise Aktien oder Anleihen. Das heißt also, ich möchte einen Teil meines Depots auch in Gold investieren. Und das war natürlich sehr, sehr attraktiv in den letzten Jahren, weil der Goldpreis so stark gestiegen ist. Jetzt ist also das Ganze ein bisschen schwieriger, weil der Goldpreis, wir sehen es hier auch noch mal im Chart, im Oktober bei rund 1.700, 1.800 Dollar, jetzt bei rund 1.300 Dollar, also da ist er ordentlich runtergegangen. Und was mache ich denn als Finanzinvestor, wenn ich dann Gold im Depot habe? Steigt es weiter? Ja, wenn ich langfristig investiert sein möchte, aber für jemanden, der sagt, ich möchte kurzfristig auch eventuell aus dem Goldpreis was rausholen, da bieten sich unter anderem Optionsscheine oder Zertifikate auf Gold an, denn da kann man auch von gewissen kleinen Bewegungen doch ganz gut profitieren. Also Sie haben es angesprochen, der Zertifikatemarkt hat hier auch Möglichkeiten zu bieten. Schauen wir uns ein Beispiel an, zwar ein Discount-Optionsschein, hier ein Call auf Gold. Wie sehen hier genau die Ausstattungsmerkmale aus? In welchem Fall habe ich was davon? Ja, so ist das ein ganz spannendes Produkt. Ein Discount-Call-Optionsschein ist im Prinzip so ähnlich wie ein klassischer Call-Optionsschein. Das heißt also, ich setze darauf grundsätzlich, dass der Goldpreis steigt. Der Basispreis bei diesem Call-Optionsschein ist bei 1.300 US-Dollar. Und jetzt kommt auch der Grund, warum es ein Discount-Call-Optionsschein ist, weil ich partizipiere nur bis 1.350 Dollar von positiven Entwicklungen des Goldpreises. Somit bekomme ich also hier einen Discount gegenüber einem klassischen Optionsschein, der einen Strike bei 1.300 US-Dollar hat. Also ich bezahle für diesen Call-Optionsschein etwas weniger. Dafür bekomme ich am Ende auch den Maximalbetrag aufgrund des Bezugsverhältnisses in diesem Fall 5 US-Dollar. Diese 5 US-Dollar muss ich dann natürlich als Euro-Investor noch umrechnen in Euro. Das heißt, auf aktueller Basis winken da ungefähr 3,50 Euro, die ich am Ende bekomme, wenn der Goldpreis zum Schluss über 1.350 US-Dollar stehen würde. Also die bekomme ich, wenn es gut läuft. Was passiert, wenn es schlecht läuft? Worauf muss ich mich im schlimmsten Fall einstellen? Ja, also da kommen dann die Mechanismen zum Tragen, dass das hier sich um einen Call-Optionsschein, Discount-Optionsschein handelt, nämlich
Er funktioniert unterhalb von 1350 ganz genauso wie ein klassischer Optionsschein. Das bedeutet also, sind wir etwas über 1350, bekomme ich genau den inneren Wert am Ende ausbezahlt. Ist er unter 1300 US-Dollar, dann bekomme ich entsprechend einen Wertverlust, der dem Totalverlust entspricht. Das heißt also, in diesem Fall ist mein Call-Optionsschein nichts mehr wert. Also unter 1300 Dollar, da verliere ich tatsächlich meinen Einsatz. Also dieses Investment ist tatsächlich dafür denjenigen geeignet, der sagt, ich glaube, der Goldpreis stabilisiert sich wieder, geht über 1350, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber viel mehr glaubt der Anleger in diesem Fall nicht. Und er macht natürlich auch eine sehr ansehnliche Rendite. In den wenigen Monaten, in denen das Zertifikat läuft, winken ungefähr 40% Chance. Dementsprechend sind die Risiken natürlich auch entsprechend hoch. Das bedeutet nochmal kurz zusammengefasst, ist der Goldpreis unter 1300 Dollar zum Ende der Laufzeit, dann verliere ich hier meinen Kapitaleinsatz. Ist er darüber, bekomme ich immer den inneren Wert. Ist er bei 1350, bekomme ich den Maximalbetrag ausgezahlt von 5 Dollar. Das muss ich dann noch in Euro umrechnen. Insofern ein Investment für doch den spekulativen Anleger, der den Goldpreis genau beobachtet. Also Gold in dem Fall aber mal nicht als sicherer Hafen, sondern wie Sie eben sagten hier, als etwas spekulativere Möglichkeit. Herr Wilhelms, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gerne, Frau Gräbe. Das war's für diese Ausgabe von Zertifikate aktuell. Und wenn Sie möchten, können Sie die ganze Sendung natürlich nochmal anschauen unter www.derf.fm. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.